Seid gegrüßt im neuen Video. Heute geht es mal um etwas Größeres. Wie ihr seht, das kriege ich hier kaum auf die Werkbank drauf. Es geht um eine Schneefräse. Diese kommt von AGT, gibt es bei Pearl. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt nicht abschalten. Ja, von Pearl kommt hier mal was Außergewöhnliches, nämlich eine Schneefräse. Sicherlich für den einen oder anderen interessant, besonders wenn ihr größere Hofflächen habt oder einen langen Gehweg oder sonst irgendwelche Flächen, die ihr damit räumen möchtet. Die Schneefräse heißt SB213E, leistet 1300 Watt und kommt mit LED-Beleuchtung daher. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Richtet euch mal darauf ein, dass das ungefähr 200 € kosten wird. Kommt natürlich immer darauf an, ob das gerade im Angebot ist oder wie Pearl die Preise dann da gestaltet. Schaut es euch einfach mal an. Grundsätzlich ist das auf jeden Fall erstmal eine der meistverkauften Fräsen überhaupt von Pearl. Das hat man mir also so versichert. Wir können damit bis zu 6 Meter weit den Schnee wegschießen und wir haben die Möglichkeit, um 90 Grad das Ganze zu verstellen. Das heißt, eine Auswurfplatte ist dann dabei. Wenn ich das Ganze hier zusammengebaut habe, werdet ihr das auch nochmal sehen. Dann könnt ihr oben mit so einem kleinen Hebel vorne den Auslass, der hier vorne drauf ist, ich kann es euch ja mal hindrehen, dann verstellen und dann könnt ihr das in eine andere Richtung schießen. Das ist natürlich immer ganz sinnvoll, nicht, dass das alles auf der Straße landet oder bei euch im Vorgarten, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Wir haben 3000 Umdrehungen pro Minute, leistet der Motor und wir haben eine großzügige Räumbreite von 40 Zentimetern. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Es gibt natürlich auch sehr günstige Schneefräsen, gerade im Discount-Bereich. Die sind so bei 15 Zentimeter, vielleicht 20 Zentimeter, wenn ihr Glück habt, aber 40 Zentimeter mit einmal räumen. Das schaffen dann also nur solche Geräte. Vom Gewicht her kann man sagen, etwa 11 Kilo wiegt das Ganze. Also ist jetzt nicht wirklich das Leichtgewicht, ist aber auch egal, weil ihr habt ja Räder dran und damit könnt ihr das natürlich dann hin und her rollen. Wenn ihr das nach dem Räumen dann in die Garage stellt, dann ist das sicherlich kein Problem. Wir haben, wie gesagt, bis zu 6 Meter Wurfweite, je nachdem, wie der Schnee gerade konsistiert ist. Wir haben die Leuchte hier vorne mit dran, eine LED-Beleuchtung. Die leuchtet bis zu 10 Metern, dass ihr euch im Dunkeln dann auch nicht verlauft. Denn Schneefegen oder Schneefräsen in dem Fall, das macht man ja in der Regel in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Und da kann es natürlich gerade im Winter recht dunkel sein. Das ist, finde ich, super, dass das damit dabei ist. Was auch noch wichtig ist, ist natürlich, wie hoch kann der Schnee sein? Das ist bei den meisten Fräsen gar nicht so die Frage. Da wird einfach gesagt, wir haben eine Schneefräse. Und wenn ihr dann räumen wollt, dann bewegt euch einfach mit dem Hebel ein bisschen weiter runter. Dann könnt ihr ein bisschen mehr aufnehmen. Bei dieser Maschine ist es so, die kann bis zu 15 cm an Schneehöhe verkraften. Und da könnt ihr dann einfach durchfahren. Und dann wird das Ganze weggeräumt. Wir werden uns das dann nachher auch nochmal im Einsatz anschauen. Ja, die Kabellänge, die da dran ist, ist 45 cm lang. Ihr braucht dann auf jeden Fall noch eine Verlängerungsschnur. Ich verlinke euch einiges unten zu dem Thema in der Videobeschreibung. Ihr solltet auf jeden Fall Signalkabel nehmen. Nicht, dass da im Dunkeln dann irgendeiner drüber stolpert und rot fällt natürlich mehr als schwarz auf, auch wenn Schnee liegt. Die Maße generell von dem Gerät sind 1,80 m x 50 x 46 cm. Wenn wir das hier dann zusammengekoppelt haben, dann nimmt es eben diese Maße ein. Ich würde sagen, ich baue den jetzt mal fertig auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sieht das Gerät dann fertig zusammengebaut aus. Ich habe hier auch die Kurbel installiert. Wenn ich jetzt hier dran drehe, dann seht ihr, dass sich das hier vorne dann verändert und das bestimmt natürlich dann unseren Auswurfwinkel. Ihr könnt das theoretisch auch ganz nach vorne rausschmeißen, aber ich denke mal, sinnvoller ist das, wenn das dann zur Seite irgendwie herausgebracht wird. Eine Bedienungsanleitung ist logischerweise auch mit dabei. Eigentlich sind das nur 4 oder beziehungsweise 5 Schrauben, wenn wir den Hebel hier noch mitnehmen und dann ist das Gerät fertig montiert und schon könnt ihr loslegen mit Schneefegen. Ja, an der Seite sind hier diese Räder montiert. Die sind komplett aus Plastik, aber das ist egal, denn ihr gleitet ja sowieso einfach auf einem Schneeteppich dahin. Und da braucht er nicht irgendwie Gummireifen oder Luftreifen oder sonst irgendetwas. Das funktioniert also auf jeden Fall recht gut. Gucken wir uns hier mal die Oberseite an. Denn am Griff haben wir dann hier noch die Möglichkeit, beidseitig dann einzugreifen. Ihr seht, die Griffe gehen hier automatisch mit hoch.
Und ihr müsst hier noch diesen Sicherheitsschalter dann betätigen. Was ihr hier vorne noch dran seht, wir haben hier oben noch eine Kabelzugentlastung mit dran. Das heißt, ihr könnt euer Verlängerungskabel dann da noch mit rumwickeln. Das beugt dem natürlich vor, dass ihr dann unterwegs seid und zwischendurch hier die Kabelverbindung dann getrennt wird und dann steht ihr ohne Saft da. Dann läuft vielleicht noch irgendwie ein bisschen Schnee in die Steckdose mit rein oder was. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nutzt auch diese Kabelzugentlastung. Ja, momentan liegt jetzt noch kein Schnee. Ich muss jetzt auf Schnee warten. Ich habe das Video ein bisschen vorher aufgenommen, aber sobald Schnee liegt, gehe ich raus. Nehme das für euch auf und dann könnt ihr dieses Video euch angucken. Also das hat wirklich enorm gut geklappt. Das hätte ich mir so gar nicht vorgestellt. Naja gut, jetzt war nicht wirklich so viel Schnee, ein paar Zentimeter. Aber ihr habt gesehen, der pumpt das ja alles auf einen Haufen, also immer eine Spur quasi weiter. Je mehr liegt, desto weiter spritzt er das natürlich auch weg. Und ihr macht dann mit jeder Reihe jeweils den Schnee immer weiter nach links rüber. Ihr müsst natürlich darauf aufpassen, dass ihr immer nur von einer Seite, das heißt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, immer von unten her anfahrt. Ansonsten schmeißt er den Schnee natürlich immer hin und her. Ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr dann den Griff einmal umstellt und dann somit die Flugrichtung bzw. den Auswurf dann auch umstellt. Das muss man dann einfach mal ausprobieren, je nachdem, was ihr für Wegeflächen oder Hofflächen habt. Aber das ging jetzt auf jeden Fall deutlich schneller als mit einem normalen Schneeschieber. Und ihr braucht auch nichts heben dann, sondern das wird alles weit genug weggepustet. Von der Geräuschentwicklung kann man sagen, na gut, für einen Sonntagmorgen ist das jetzt nicht, aber da müsst ihr ja eigentlich auch keinen Schnee räumen. Und ansonsten ist das schon okay. Die Leuchte, die vorne dran ist, auch wirklich hell genug. Ihr könnt das dann auch so einstellen, dass ihr direkt auf die Maschine guckt oder auf den Weg davor. Und ihr habt gesehen, dass es auf jeden Fall ausreichend ausgeleuchtet. Ja, natürlich, wenn ihr nur 5 Meter Fußweg morgens zu räumen habt, dann ist das sicherlich nicht das richtige Gerät für euch. Dafür ist es dann einfach zu teuer. Aber je größer eure Hofflächen bzw. die Pflasterflächen werden, desto mehr werdet ihr dieses Gerät auf jeden Fall lieben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Gerät haltet, ob ihr vielleicht so ein ähnliches Gerät oder sogar dieses Gerät schon daheim habt und wie ihr damit zurechtkommt. Ich muss ja jetzt noch ein paar Meter machen. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es euch auf eine Idee gebracht hat oder ein paar Fragen geklärt hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.